Und willkommen zurück hier in Farthest Frontier und bei mir bei The Only One. Wir haben Wohnraumknappheit. Irgendetwas stimmt mit unserer Attraktivität nicht. Wir haben in der letzten Folge schon versucht, da entgegenzuwirken und noch einiges an Dekorationen errichtet. Aber nach wie vor sind ein paar Gebäude irgendwie, ja, nicht mehr bewohnt, weil da die Attraktivität aktuell angeblich nicht mehr ausreichend ist. Ich weiß leider nicht, woran das liegt, denn wir hatten ja alles im grünen Bereich. Es hat alles gepasst. Ja, jetzt hoffe ich, dass hier bald möglichst die Gartenwege noch errichtet werden. Ich setze da mal noch zwei ein und priorisiere das. Genauso wie hier, in der Hoffnung, dass das dann ausreicht für diese zwei Häuser hier. Aktuell sind wir hier bei 80, hier bei 64. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich nur noch ein oder zwei Häuser. Also das bei 65 würde dann, glaube ich, wieder bezugsfähig sein. Ja, das hier, da brauchen wir ein bisschen mehr. Ich weiß leider nicht, den kleinen Park könnten wir natürlich auch nochmal verbessern. Der würde dann auch nochmal die Attraktivität erhöhen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Der hier, oh, der wird gerade verbessert. Der ist gerade fertig geworden. Sehr schön. Eigentlich wollte ich den als kleinen lassen. Den fand ich eigentlich ganz schön, aber wie sieht es denn jetzt aus? 88. Sollte doch jetzt eigentlich ausreichen, oder? Attraktivität 88, genau. Oder braucht der noch mehr für... Weiß es gar nicht. Wie viel brauchen denn die Herrenhäuser? Haben wir hier noch irgendwo ein Herrenhaus in der Nähe? Das ist die Kneipe. Ein großes Haus. Ich glaube, das braucht... Jetzt bei 66. Schade, dass das hier nicht dabei steht. Die einzelnen Staffelungen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber aktuell hat es anscheinend noch nicht gereicht hier. Wir brauchen hier noch mehr. Das ist die vierte Stufe. Und wie viel brauchte die vierte Stufe? Haben wir hier noch irgendwo ein Herrenhaus, das wir vergleichen können? Wir sind hier alle gerade niedergegangen. Das ist sehr ärgerlich. Gut. Hier könnten wir das Heilkundehaus dann noch aufwerten. Ich lasse mal langsamer laufen. Hier, das ist noch ein Herrenhaus. Wie viel Attraktivität hat das? 86. Hier ist 86 Attraktivität. Das heißt, hier ist 88. Eigentlich müssten doch hier wieder die Leute einziehen dann. Hier ist doch jetzt wieder genügend Attraktivität vorhanden, oder? Haben wir nochmal ein großes Haus? Ja, schaut mal. 85 brauchen wir von einem großen Haus zu einem Herrenhaus. Also, wir sind hier bei 88. Gut. Wenn wir jetzt nur hoffen, dass das dann wieder bezogen wird. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, was da passiert ist und warum hier plötzlich so wenig Attraktivität nur noch herrscht. So, wir haben das hier priorisiert. Das heißt, die zwei werden als nächstes errichtet. Der Park wurde errichtet, wurde errichtet. So, dann können wir hier vielleicht noch tatsächlich das Heilkundehaus würde nochmal Attraktivität bringen. Ich weiß aber nicht, wie viel. Vielleicht noch besser das Theater. Das erhöht auch nochmal die Attraktivität. Schade, dass nicht dabei steht, wie viel. Das wäre jetzt wirklich noch gut. Da, oh, aber wir könnten hier auch noch die Gärtchen verbessern. Wir sind hier bei 76. Das Herrenhaus, haben wir gehört, braucht 85. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Ich denke, es wäre fast sinnvoller. Hier ist auch nochmal ein großes Haus. Hier sollten wir vielleicht... für Attraktivität noch sorgen.
Was ist hier passiert? Hier fehlt einer. Ja, das ist jetzt aktuell nicht so schlimm. Können wir hier noch für Attraktivität mit einem kleinen Park? Das geht nicht. Mit einem kleinen Garten. Da hätten wir hier zumindest 65. Oder, ah ne, zwei. Zwei kriegen wir rein. Das bringt uns leider nichts hier. Der Platz würde uns noch was bringen. Ja, ach, das ist ein großer Platz. Schade. Gibt es keine einzelnen? Ah, die bringen nichts. Ah, das ist schade. Dann Zierbäumchen. Das ist auch zu groß. Eine Blumenvase. Sieht leider gar nichts, was die bringt. Eine kleine Statue, die würde was bringen. Dann machen wir hier einmal eine kleine Statue mit hin. So, die wird auch einmal priorisiert. Die kostet zwar 450 Goldbarren, aber dafür haben wir hier gleich plus 4%. Also sind wir hier über 65. Und das heißt, das große Haus müsste mit 65... Das Haus hier, genau, 65, dann sollten die auch wieder bezugsfähig sein. Also lassen wir das einmal noch errichten. Ja, und hier dann vielleicht tatsächlich das Theater. Das sollte doch Auswirkungen haben. Aber das weiß ich nicht, ob wir das gleich schon machen sollen. Sollen wir das machen? Dann wäre hier zumindest das Herrenhaus wieder frei. Aktuell haben wir zumindest Platz für 434. Das ist schon mal gut. Also die Leute sind zumindest nicht in der Kälte. Ja, dann verbessern wir noch. Tatsächlich hier das Theater. So. Dann sind wir aber erstmal wieder pleite. Ich denke, das Theater ist noch besser als das Heilkundehaus. Ich glaube, das wird ja wohl noch mehr bringen. Wir könnten die einzelnen kleinen Gärtchen hier noch verbessern. Das würde ich aber dann erst zum Schluss machen. Neue Dorfbewohner wurden geboren. Sehr gut. So, und ich hoffe ja, an Altersschwäche ist einer gestorben. Ich hoffe ja, dass die dann auch gleich wieder bezogen werden. Wie sieht es hier unten aus? Ja, schaut mal. Hier sind auch wieder Leute jetzt drinnen. Das war, glaube ich, das Haus, was noch unbewohnt war wieder. Nein, hier ist es noch. Schade. Obwohl wir hier bei 80 sind. Herrenhaus. Ach so, Herrenhaus braucht 85, glaube ich, hat es geheißen. Von großes Haus zu Herrenhaus. Ach, ist das verwirrend. Okay, das große Haus, das wird zum Herrenhaus. Weil ich nicht ganz verstehe, das hier hat 85. Also brauchen wir hier... Ich weiß nicht, ob die Auswirkungen haben, aber hier brauchen wir noch unbedingt Attraktivität. Die können wir leider nicht verbessern. So, was können wir dem hier noch Gutes tun? Eine Vase. Ach, hier steht doch einmal dabei. Das würde 4 bringen. Eine Vase würde hier 4 bringen. Und die kleine Statue nur 2. Also die Vase bringt mehr. Oder wir reißen die Straße hier ab und machen hier nochmal einen kleinen Gartenweg. Also die kleine Statue, die bringt 2. Und die Vase, die bringt tatsächlich 4.
können wir... Das hier können wir nicht aufwerten. Okay, jetzt sind wir nur noch bei 80. Okay, und hier unten bringt uns das wahrscheinlich nichts. Hier ist doch noch Platz. Könnten wir hier noch irgendwas machen? Haben wir auch keine Auswirkungen tatsächlich. Das muss wirklich so nah da dran sein. Entweder machen wir hier dann so eine Vase hin. Oder eine große Statue. Nee, die hat hier keinen Platz. Mittlere Statue. Auch keine Auswirkungen auf das Gebäude hier. Das kann ich ja gar nicht glauben. Prozent haben wir jetzt hier. Statue. Oh, macht keine Attraktivität für dieses Gebäude. Das ist ja erstaunlich. Haben wir noch ein Gärtchen hier. Dann müssen wir den Weg einmal abreißen. Ja, dann reißen wir den einmal ab. Und machen da noch ein Gärtchen. Hier nämlich direkt ein Gärtchen nochmal. Dann haben wir Gärtchen außenrum. Könnten da vielleicht noch eine Vase hinstellen oder dergleichen. Dann muss der Weg... Den Weg machen wir erst später. Oder hier auch nochmal ein Gärtchen. Komm, dann kriegt er hier auch noch ein Gärtchen hin. Der Weg wird auch einmal abgerissen. Wir erstmal bauen, bevor wir den Weg errichten. Aber zumindest sieht es erstmal gut aus. Weg machen. So, was können wir euch noch Gutes tun? Na, dann machen wir doch noch eine Statue oder eine Vase noch mit hin. Haben wir noch Goldmünzen? Kostet nur 40. Gern aber. Nein, hier wäre dazwischen drin noch mal Platz. Na, das ist doch wieder ein Gärtchen. Hier sind noch mal Platz. Oh. Ja, schaut mal, hier ist ja auch noch Platz. Einmal ein Gärtchen und wo noch? Ja, hier. So. Hey. Ich hoffe, dass das Bäumchen hier stehen bleibt. Das finde ich nämlich auch schade. Naja, gut. Wenn ihr keine Bäumchen wollt. Ich hätte euch ja die Bäumchen stehen lassen. Der kleine Park, der kann auch nochmal verbessert werden. Und natürlich auch hier diese Gartenwege. Und dann fehlt nur noch hier oben. Sind die alle schon verbessert? Sind alle schon verbessert? Muss der Baum wahrscheinlich auch noch weichen. Das ist sehr schade. Eben auch noch mal eine kleine Statue mit hin. Dann wären wir aber erst bei 84. Ne, dann wären wir bei 85. Ja, gut. Könnten wir noch machen dann. So, wir schauen einmal hier oben. Weit ist unser Theater. Das ist noch im Aufwerten.
Und wie sieht es denn hier aus inzwischen? 87, 65 und 65. Das ist ein großes Haus und sollte eigentlich mit 65 zufrieden sein. Großes Haus und ein normales Haus. Ein normales Haus braucht 65. Ja. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, ob das hier aufgewertet wird. Brauchen wir später natürlich auch noch eine kleine Bank hier. Eine oder lieber eine gerade. Frage ist, wo packen wir die hin? Das gönnen wir uns jetzt noch. So, wir überprüfen mal. Was ist hier? Können wir denn wieder Leute einsetzen? 30? Nein. 19 sind anscheinend gerade beschäftigt. Das lassen wir mal so. Okay, dann nehmen wir weg. Huch. Da ist der Blitz eingeschlagen. Genauso wie hier. So, was ist bei euch? Ihr habt kein Platz mehr. Lager ist voll. Das Lager ist voll. Ach du meine Güte. Das Lager ist voll. Wir brauchen noch ein Lagerhaus. Oder wir müssen was verkaufen. Ein Händler ist da. Wir verkaufen einmal Kräuter. Wir verkaufen, ist egal, auch wenn wir dafür jetzt nicht so viel bekommen. Aber wir brauchen Platz. Das gibt es ja gar nicht. So, einmal Goldtransfer. Gut, dass gerade ein Händler da ist. So, kauft er uns noch irgendwas Tolles ab? Nein. Also wir brauchen unbedingt noch einen Lagerplatz. Lager. Fassbinderei. Wagnerwerkstatt, Kornspeicher. Schatzkammer, Rübenkeller, einfach noch ein Lagerhaus. So, wo ist denn noch Platz für ein Lagerhäuschen? Vielleicht hier noch irgendwo. Da sieht es doch noch gut aus. Hier machen wir mal noch ein Lagerhaus mit her. Haben wir hier eine Sägegrube, die macht Bretter. Und hier hätten wir noch ein Arbeitercamp. Das können wir mal so lassen. Und hier noch eine Gießerei. Okay. Hier ist wirklich alles voll. Ja, alles voll. Schaut mal. Das Warenlager ist voll. Hier ist wieder ein bisschen Platz. Aber auch nicht besonders viel. Wir haben auch nur zwei Warenlager tatsächlich. Dann wird es Zeit, dass wir hier nochmal ein Warenlager bauen. Lagerhaus, das wird dann aufgewertet, glaube ich, ne? Lagerhaus wird zum Warenlager, genau. Und in der Schatzkammer, da bewahren wir ja tatsächlich nur unser Gold auf. Wo ist nochmal unsere Schatzkammer? Ja, da haben wir nur Waffen und Gold. Okay. So, ein Dorfbewohner ist schon wieder gestorben an einer Krankheit. Einer wurde geheilt. Ein Händler ist... Es ist immer noch der gleiche. Oder nein? Vielleicht noch ein paar Kräuter verkaufen. Ich weiß aber nicht, was ein guter Bestand ist, aber wir verkaufen mal noch ein paar Kräuter. Wir schaffen das noch rechtzeitig. Und ja, schaut mal hier, die Leute sind wieder eingezogen. Wir haben wieder Platz. Gut. Oh! Und Leute, unser Theater ist fertig. Schaut euch das an. Das ist ja fantastisch.
Das ist ja richtig cool. Unser Theater auf Stufe 2. Mega cool schaut es aus. Schaut mal. Klasse. Ah, herrlich. Das heißt, wie viel Attraktivität haben wir hier? 58. Und das ist ein großes Haus, das braucht 65, haben wir gesagt. Ja, das wundert mich aber, dass hier trotzdem jetzt zu wenig oder immer noch so wenig Attraktivität ist. 81 sind wir hier. 75. Ja, dann werten wir mal, wie viel kostet das? 500 können wir uns leisten. Das hier nochmal aufgewertet. Ja, und hier bekommen die Leutchen zu dem Brunnen noch eine Statue oder dergleichen. Vase, glaube ich, hat nochmal mehr gebracht. Wenn wir bei 61 oder bei 62 mit der Vase. Oder bei 63 Statue. Wir noch die Statue mit hin. Und nochmal plus 2, ein kleines Gärtchen. Das sollte dann ausreichen. So, können wir hier noch irgendwelche Gartenpfade aufwerten? Ja, schaut mal. Hier wird jetzt das Krankenhaus aufgebaut. Und haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir können die kleinen Gärtchen hier noch aufwerten. Oder würde es was bringen, wenn wir hier noch, wenn wir auf 84 mit der Vase? Jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich möchte hier eigentlich ungerne. Würde den reißen einmal das ab und setzen eine Vase dafür hierher. Wir warten jetzt mal auf das Krankenhaus, ob das schon ausreicht. Hier hätten wir auch noch einen mittleren Garten, den wir verbessern könnten. 81% sind wir ja schon. So, okay. Drei neue Dorfbewohner wurden geboren. Gut. Hier können wir mal, hier fehlt auch nicht mehr viel. Wir können hier unsere Straße vielleicht weiterführen. Hinkriegen. Ebenen, oder? Einen Weg entlang. Das muss erst geebnet werden. Ebenen hier mal. So, dann können wir hier nochmal die Gärtchen aufwerten, wenn wir das denn wollten. Auf jeden Fall sieht es jetzt hier erstmal besser aus. Es fehlt nur noch hier und eben hier. Da kriegen wir doch bestimmt noch was hin. Fehlt ja nur 1%. Könnten wir hier noch hinmachen? Oder noch mal so einen Gartenweg? Straße möchte ich ungern abreißen. Statue mitten rein hier. Mir optisch eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Mal so einen Weg. Kriegen die hier noch mal einen Weg? Da müssen wir zumindest keine Bäumchen abreißen. So, dann soll das auch genügend Attraktivität aufweisen. Ja, dann ist nur noch das hier hinten. Aber das sollte auch kein Problem sein.
Da können wir hier noch was deichseln. Machen wir hier nochmal eine Statue mit her. Ah, es fehlen Steine. Ach, herrje. Es fehlt an Steinen. So, wo können wir Steine abbauen? Haben wir hier noch irgendwo Steine? Wo sind Steine? Hier. Werden aber doch schon abgebaut, oder? Nein, ich will nur Steine haben. Einmal bitte überall Steine abbauen. Gibt es hier keine Steine mehr? Wir haben zu viele Mauern errichtet anscheinend. Hier gibt es noch Steine. Ja, hier gibt es noch Steine. Sorgt einmal bitte dafür, dass die Steine abgebaut werden. So. Warum? Wo denn? Ah ja, weil hier auch die Steine fehlen. Okay. Ein Händler ist da, aber da verkauft uns keiner Steine wahrscheinlich, oder? Würdest du uns Steine verkaufen? Nein. Ilk? Hier wäre Stein. Okay, der hat keinen Stein für uns. Schade. Aber kann der nicht woanders hinziehen? Wir haben doch genug Platz. Könnt ihr nicht einfach woanders einziehen? Ginge das nicht, dass wir euch umsiedeln? Wir erstmal nach unserem Lagerhäuschen gucken. Das ist schon mal aufgebaut. Wir können es auch verbessern. Das kostet uns keine Steine. Können wir, glaube ich, aber erstmal noch warten. Gibt es hier noch irgendwo Steine zum Abbauen? Nichts an Steinen mehr vorhanden. Das ist natürlich ärgerlich. Hier ist nochmal ein Stein. Hier ist nochmal ein Stein. Brauchen wir erstmal Steine. Vorher geht hier nichts weiter. Gut. Aber zumindest haben wir unsere Siedlung gerettet. Auch wenn jetzt vielleicht da ein paar Leute ausziehen. Wir hätten ja noch Platz. Die könnten ja auch einfach woanders hingehen, oder? Naja, gut. Hier fehlen auch nur noch die Steine. Das ist eben momentan unser Problem. Und es fehlt an Bier. Kann uns der liebe oder die liebe Händlerin, kann die uns Bier verkaufen? Auch nicht. Ich hätte gerne Bier gekauft. Das finde ich schade, dass man da nicht noch eine Route irgendwie machen könnte, um sich immer zwischendurch noch ein bisschen über Wasser zu halten, sozusagen. Oder in dem Fall über Bier zu halten. Dann überlege ich, ob wir die vielleicht rückbauen. Da kriegen wir ja dann auch wieder was. Keine Ahnung, was wir dafür kriegen, aber die funktioniert ja anscheinend eh nicht. Ist ja auch ausgeschalten, da arbeitet ja keiner drin. Einmal das bitte zurückbauen. So, und wo könnten wir noch an Steine kommen? Hier gibt es auch keine mehr, ne? Ja, dann können wir sowieso erstmal nichts bauen. Ohne Steine ist das etwas schwierig. Wir müssen aber erstmal noch für Brennholz sorgen, unbedingt. Dass wir wieder über den Winter kommen. So, wo war denn nochmal ein Brennholz? Also hier ist eine Töpferei. Das ist der Lagerplatz gewesen. Wo war denn nochmal der Brennholz? Könnten wir nicht auch wieder abbauen, die Ziegelei? Hier ist einfach ein Sägewerk.
Wo war nochmal? Gibt's nochmal Brennholz? Ist eine Fischerhütte? Finde leider unseren Brennholzspalplatz gar nicht. Da hätte ich auch gerne noch so eine Übersicht, dass man die einfach anwählen könnte besser. Also außer diese Übersicht hier. Waren, Dienste, Ressourcen. Brennholz. Hier. Achso, das sind aber nur die Arbeiter. Ich hätte gerne... Was machst du in der Mine? Kann man leider nicht anwählen, nur die Bewohner. Aber ich hätte gerne die Gebäude angewählt. Gut, wir schauen einfach mal, ob wir noch einen errichten können am besten. Wo ist das? Ressourcen. Sägegrube. Brennholzspaltplatz. So. Wo sieht er aus? So, steht da, wie viel wir schon haben? 2 haben wir. Irgendwo im negativen Bereich sollten die eigentlich sein. Hier ist er. Ah, hier ist er. Aber da sind nur 2 Leute tatsächlich, ja. Und der andere ist hier. Der ist aber auch schon aufgewertet. Also dann sollten wir nochmal einen bauen. Nicht, dass das Brennholz zu knapp wird. Das wäre ja ärgerlich. Also zum Abschluss errichten wir mal noch einen Brennholzspaltplatz. Da ist doch hier oben bestimmt noch irgendwo Platz, oder? Hier, schaut mal. Da könnten wir noch einen reinsetzen. Hier in die Senke. Braucht nur Holz. Und dann kriegen die hier auch noch einen Weg. Klappt. Nicht. Dann haben wir eben keinen Weg. Auch nicht so schlimm. Gut. Das wäre nochmal ein Lagerhaus, das wir verbessern könnten. Aber aktuell möchte ich mal nach unseren Goldmünzen gucken. Unseren Goldbarren, dass die nicht zu wenig werden. Wir können hier aber einiges aufwerten, wie ihr seht. Wieder ein paar Leute einsetzen noch. Ein Dorfbewohner ist an Altersschwäche gestorben. Damit können wir umgehen, damit können wir leben. So, und hier, wo das Krankenhaus bzw. das Heilkundehaus aufgewertet wurde, das war... Wo war das? Das war doch hier. Ja, hier ist jetzt ein Krankenhaus und hier ist jetzt auch wieder genug Attraktivität. Sehr gut. Wunderbar. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Platz für Patienten. Und wir brauchen, oh, wir brauchen unbedingt noch einen erweiterten Platz des Friedhofes. Einmal hier noch den Friedhof, bitte. Ah, dafür brauchen wir Steine. Eieieiei, dafür brauchen wir ja auch wieder Steine. Na gut, ich hoffe, das kriegen wir hin. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir hier alles fertiggestellt? Nein, hier fehlen nochmal 8 Steine. Ja, und hier sollten wir... Können wir hier noch irgendwas errichten, was eben... keine Steine benötigt? Der große Park, der kleine Park, das braucht alles Steine, genauso wie der Fahnenmast. Zierbaum, die Vase... Oh nein, die Vase. Die Vase braucht keine Steine.
könnten hier noch eine Vase hinstellen. Ich finde das aber gerade mit den Bäumchen so schön. Warum bringen denn die Bäumchen keine Attraktivität? Das finde ich wirklich sehr ärgerlich. Also ich finde, Bäume sollten auch Attraktivität bringen. Ein Gebüsch dagegen bringt Attraktivität. Das ist doch ärgerlich. Wir wollten doch hier eigentlich nochmal eine Statue errichten. Hat das nicht geklappt? Ah, das war zu teuer. Vase errichten. Wenn wir hier bei 65 oder hier ein Gärtchen reinsetzen. Wo werden wir dann? Was kostet das auch Steine? Das kostet auch wieder Steine, der Gartenweg. Müssen wir wohl oder übel mal mit einer Vase vorlieb nehmen. Das gefällt mir zwar nicht, aber es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Das andere kostet Stein. Gut. Dann muss leider der Baum hier weichen und dann pflanzen wir eben nochmal einen Baum in der anderen Seite. Hier die Vase hin, das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich weiß auch nicht. Können wir das nochmal aufwerten? Nein, auch nicht. Ah, plötzlich Attraktivität fehlt. Ich verstehe das nicht. Das begreife ich wirklich nicht. Also dann machen wir hier eine Vase hin, dann muss der Baum eben weichen. Aber zumindest haben wir für alle Bewohner ein Dach über dem Kopf. Also so gesehen ist es nicht ganz so dramatisch. Hier werden auch bald wieder Leute einziehen. Hier fehlen noch 9 Steine. Auch nochmal 8. Gut. Ich denke, so können wir unsere Siedlung erstmal zurücklassen. Hier auf einmal wieder. Das war doch gerade gut, oder habe ich mich verguckt? Warum sinkt denn hier die Attraktivität so gewaltig? Kann mir das einer mal erklären? Das begreife ich ja nicht. Das ist eine neue Erweiterung irgendwie. Schwierig. Wir müssen auf jeden Fall einmal den Friedhof priorisieren. Soll zuerst fertiggestellt werden. Den Steinen, die wir jetzt noch haben. Hier einmal, das wurde schon erledigt, okay. Hier ist nicht priorisiert, okay, sehr gut. Also warum da die Attraktivität plötzlich sinkt, das ist mir ein Rätsel. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Denn gerade jetzt ist es wieder gut. Es ist wieder auf 87. Dabei haben wir noch nichts aufgewertet. Okay, ich bin verwirrt. Vielleicht wisst ihr das, schreibt das doch mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ja, und ich hoffe, dass wir unseren Friedhof rechtzeitig fertig bekommen. Das einzige Gute ist, es ist Winter. Und die verstorbenen Bewohner, die sind hoffentlich aufgebahrt und verrotten jetzt nicht so schnell. Hier wird schon fleißig gehämmert. 5 Steine werden noch benötigt. Aber die haben wir jetzt, schaut mal. Dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal so. Das Einzige, wir brauchen hier nochmal Schiebung. So. Dass die Platten hier noch weichen.
Ja, und dann hier nochmal irgendwas Schönes. Wobei, da sind ja die Gärtchen. Das sollte ja jetzt auch fertig gemacht werden gleich demnächst. Dann sollte das Haus hier auch wieder schöner sein. Jawohl. Attraktivität bei 85. Sehr gut. Und hier wertet das erste Haus auch schon wieder auf. Das begreife ich jetzt nicht. Das wird jetzt zum Herrenhaus. Weil wir haben hier 87. Na, hoffentlich reicht das dann. Nicht, dass das wieder sinkt. Wunderbar. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal eine Pause, eine Unterbrechung. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge weiter mit dabei. Bin gespannt, ob wir noch was erweitern können und noch ein paar Gebäude errichten können. Aber ich glaube, so langsam sind wir auch ja, am Ende. Wir haben jetzt eigentlich schon alles errichtet, was geht. Aber können noch ein paar Gebäude aufwerten. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und mal schauen, wie lange wir hier noch unsere kleine, aber feine Siedlung verschönern werden. Bis zum nächsten Mal also. Ich verabschiede mich jetzt und sage Tschüss.